Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns auf der Sperrsäule und ich würde sagen, wir haben keine weitere Zeit zu verlieren. Unser Boss verbringt gleich etwas ganz Großes. Komm ihm nicht in die Quere, du willst doch Zwischenfunk, oder? Ja, und deswegen schließen wir beide uns zusammen und machen dich in einem beispiellosen Duell fertig. Oh, ein beispielloses Duell. Oh, ich hoffe, ich bin bereit dafür. X-Bud und Megania. Oh, das ist ein cooles Generation 2-Team. Möchte ich einfach mal anmerken. Ich würde sagen, wir werden erstmal... versuchen, das Megania auszuschalten. Aber ehrlich gesagt, kann es nicht viel gefährliche Dinge. Ihr sollt das X-Bud loswerden. Und das ist erstmal... genießt erstmal die höchste Priorität. Windschild geht, glaube ich, auf alle und sollte dementsprechend nicht viel Schaden... Die Spezialverteilung von Baldrian ist wirklich ein Problem. Ich habe das Gefühl, die wird Baldrian früher oder später noch das Leben kosten. Das ist ausreichend, um X-Bud zu besiegen. Natürlich nicht. Lichtschild killt soweit, ehrlich gesagt. Oh, Moment. Moment. Wenn mich nicht alles täuscht. Sollte unser guter Baldrian jetzt schneller sein als X-Bud. Yes! Das heißt, wir können es auf jeden Fall noch killen. Ansonsten hätte ich es jetzt mal eben zurückgezogen. Und Feuerzahn auf Megania sollte ebenfalls akzeptablen Schaden machen. Wir können dann direkt auch noch Käferbiss auf Megania machen. Boah, der Feuerzahn war hervorragend. Und Lockduft ist ein hervorragend belangloser Angriff. Ja, Temposchub, ich verstehe schon. Machomai. Ich denke, wir ziehen ihn zurück und holen dafür den strammen Max. Und du machst Käfer bis auf Megania. Kann. Es sollte passen. Es wird schon passen. Ich will es Megania erstmal loswerden. Schon. Sehr schön. Jetzt wird sich zeigen, was das Machomai macht. Könnte gefährlich werden. Weckruf. Ja, das ist stärker, als ich mir wünschen würde. Und ein Schluckbech. Okay, der Strammer Max sollte von dem Schluckbech auf jeden Fall nichts zu befürchten. Ich denke, ich muss zurückziehen. So, ich habe aber nichts, was gegen Kampf okay dasteht. Wir haben eine große Kampfschwäche mit allen Pokémon. Dann versuchen wir Ladestrahl auf Machomai, schätze ich. Das ist nicht gut. Kampf ist eine große Schwäche von mir, vor allem solange ich noch keine Flugangriffe habe. Psychokinese wird kaum... Ah ja, Moment, die Psychokinese reicht überhaupt nicht. Könnte Erdbeben machen. Oh, okay, es ist versucht, warte, das ist schlecht, wenn es auf Strammer Max geht. Strammer Max... Nimmt Schaden. Nimmt durchaus Schaden. Okay, den Rest kann auf jeden Fall ein Erdbeben erledigen. Ganz vorsichtig, Baldrian. Wir wollen ja nicht, dass irgendwas schief geht. Was macht Baldrian? Wir werden Baldrian zurückziehen. Naja, Moment, jetzt wird Erdbeben eingesetzt. Ich kann nicht zurückziehen. Sei jetzt nicht so gut durchdacht, okay? Mach einfach Antikkraft. Einfach ein bisschen extra Schaden. Ich dachte, kurz hat auf einen von den beiden keine Wirkung. Ich hatte etwas Angst. Das war Machomai. Und wie viel Schaden im Schluck weg? Komm schon. Fast genug Schaden. Und es hortet. Ich wusste nicht, dass schon wieder Anfang 2020 ist und Leute anfangen zu horten. Au. Toxin. Psychokinese auf Schluckweg und Antikraft. Ich würde sagen, damit ist dieser Kampf überstanden.
Und dann kommen wir zum wahren Showdown. Reiter Mark und Reiter Mark. Stärkster aller Rüpel, das war ich einmal. Arg, ich habe mich von einem kleinen Kind besiegen lassen. Ich stelle mal vor, wer der Stärkste von allen Rüpeln. Wir sind unfähig, dich aufzuhalten. Na gut, darf's passieren. Unsere Bosse machen Kleinholz aus dir. Oh, mehrere Bosse. Das begeistert mich jetzt nicht so sehr. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Hypertränke. Auch wenn natürlich die Menge an Hypertränken, die wir haben, langsam aber stetig zur Neige geht. Ich hätte welche kaufen sollen. Okay. Es ist aber super cool hier oben. Schau euch das an. Oh Gott. Wie stellst du dir das eigentlich vor, dass ich dich einfach durchlasse, damit du unseren Boss nervst? Wenn du schon nicht hören willst, dann musst du zuerst an mir vorbei. Zwischen uns ist noch mehr als eine Rechnung offen. Ich denke lieber gar nicht an die Einzelheiten. Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, diesmal ziehe ich die Samthandschuhe aus. Oh Gott, Jochen, hilf mir. Ohne mich findet hier keine Party statt, klar? Yeah, keine Party ohne Jochen. Hä? Kennt ihr mich noch? Ich bin hier für eine Revanche. Na, wenn das mal nicht dieser kleine Goldjunge ist. Wie er am See der Stärke geweint hat, hat er deine Mami die Nase geputzt. Los, kämpfen wir 2 gegen 2. Oh nein. Oh nein. Was wird Jochen einsetzen? Ursaring. Ich meine, Level... Warum hast du Level 40 Pokémon, Jochen? Mach mich doch nicht schwach. Na, wir machen Feuerzahn auf Omot. Oh mein Gott. Ich werde erstmal versuchen, das Krypuk zu ignorieren, weil... Ja, Krypuk wird ein bisschen aushalten. Grimasse! Das ist, kann man nicht... Oh mein Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Sitzbank. Nein, hör auf damit. Oh mein Gott, das kann nicht dein Ernst sein. Ich habe so große Angst. Soll ich Konfusstrahl auf Krypuk machen oder Eisstrahl? Suchen wir Eisstrahl. Wir müssen das Krypuk schwächen. Ibitak! Ibitak! Das ist ein physischer Angriff, richtig? Ja, ich glaube Tiefschlag ist physisch. Oh, mach dich ganz die Hälfte. Oh Gott, Ibitak, oh mein Gott. Das kann nicht euer Ernst sein. Wir müssen irgendwie gewinnen. Eisstrahl auf Krypuk, Eisstrahl auf... Oh mein Gott, ist das ein Ernst? Du hast einen Brutalan, aber du startest mit Ursaring und wechselst dann Ibitak rein. Ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben hier nur... Yes! Wir haben nur ein Krypuk vor uns, das zweimal Ränkeschmied eingesetzt hat. Ich denke, man kann sich da durchaus Zeit lassen. Unglaublich. Jochen hat Nerven, Er hat Nerven. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und er nervt auch ein bisschen. Aber die gute alte Sitzbank hat das Schiff schon geschaukelt. Maskeregen. War das nicht das Pokémon von Jochen? Zwei Käfer. Ich würde fast sagen, ich werde mal ganz unauffällig auswechseln, um... Herr Bohrer ist... egal. Wir holen Bohrer rein. Ich denke, er hat damage-technisch von Maskeregen und Omot absolut nichts zu befürchten. Schutzschild. Schutzschild. Brutalander setzt Schutzschild ein. Oh. Es hat Loot eingesetzt, aber es hat nicht geklappt, weil...
Ja, in dem Punkt werde ich einfach so warten, bis ich aufwache. Es gibt ja nicht viel, worauf wir noch warten können. Das ist einfach nur... Moment, wir haben erst das Pokémon auf der linken Seite. Ich sollte auf Maskeregen zuerst gehen. Roter Lander weiß ich auf jeden Fall zu verteidigen. Feuerzahn. Ich werde auf jeden Fall erstmal versuchen, den linken Trainer auszuschalten. Und dann können wir uns 2 gegen 1 um den anderen kümmern. Das war stark. Ich denke, Maskeregen ist an dem Punkt einfach nur wirklich schwach. Level 45 für Sitzbank. Hey, hey, was habe ich hier getan? Hör auf mich zu Ampelleuchten. Das war nicht mal Schaden. Ein Magnaien. Das hat einen Bedroher, aber ich denke, wir werden auch mit dieser Bedrohung umgehen können. Level 46. Ich denke, ich mache einfach weiter einen Feuerzahn. Der hat bisher ganz gute Arbeit geleistet und dieses Brutalander ist die Definition von nutzlos, aber aus irgendwelchen Gründen haben sie alles Bedürfnis, Brutalander anzugreifen. Oh, yes. Das erleichtert also mein Leben dennoch. Und Magnaien ist sowieso an dem Punkt komplett nutzlos. Au. Au. Das ist nicht so cool. Ich will nicht verwirrt sein. Komm schon, Bora. Bora, nein. Oh. Das macht trotzdem nicht viel Schaden. Oh mein Gott. Hör doch auf. Dieser Kampf ist dämlich. Niemand... Warte, dieses Brutalander kann doch angreifen. Warum machst du denn keinen richtigen Angriff? Warum machst du die ganze Zeit nichts, wenn du... Ach. Jochen ist nicht hilfreich. Jochen ist viele Dinge, aber eine Hilfe ist keins davon. Holen wir doch den guten alten Zappelfil rein. Der wird uns schon helfen. Brutalander ist paralysiert. Oh oh. Ey, ich glaube, das Brutalander wird nicht mehr lange leben. Ja, ja, ja. Ich glaube, Brutalander wird es nicht gut ergehen. So, Verbrennungsschaden, Magnaien. Machen wir ein Erdbeben. Ich will das Erdbeben hauptsächlich sowieso nur auf Magnaien machen und es wird auch nur Magnaien. Wobei, es sollte Omut auch noch treffen. Omut ist, glaube ich, Käfer und Gift. Und nicht Käfer und Flug. Das war hervorragend. Wenn Brutalander jetzt noch einen Angriff hinbekommen würde, können wir das Magnaien direkt ausschalten. Aber was wird Brutalander tun? Oh Gott, das Magnaien. Der Sprite. Der ist ziemlich cool. Oh, okay. Das macht Sinn, Kopfstoß. Warum nicht? Ein Ramaidon. Das könnte gefährlich sein, aber ich habe ein Erdbeben und dementsprechend bin ich relativ optimistisch. Dann wiederum wurde unsere Geschwindigkeit stark gesenkt. Was wird Ramaidon machen? Antikraft auf Brutalander, oder? Yeah, yeah, weg damit. Niemand braucht Brutalander. Niemand in diesem Kampf. Ich denke, dieses Erdbeben könnte stark genug sein, um direkt beide auszuschalten. Auf jeden Fall sind wir einen von beiden Trainern los. Und das erleichtert mein Leben ungemein. Auch Ramaidon hat viele KP. Mein Gott. Okay. Der gute Zappelfil. Ich kann gar nicht sagen, wie gut, was für gute Arbeit er gerade geleistet hat. Und ein Raikou. Passendes End. Ist das... Können wir Jochen von diesem Kampf einfach disqualifizieren oder so? Das ist doch... Was ist das überhaupt? Also ernsthaft. Warum bist du überhaupt hier? Warum bist du überhaupt hier, Jochen? Das ist doch Schwachsinn. Und das war Raikou. Der gute alte Zappelfil und sein Erdbeben. Mit denen wollt ihr euch nicht auf anlegen. Oh, weia, ich hätte das Kämpfen lieber selbst übernehmen sollen. Du bist so stark geworden. Trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance. Gegen den werde ich auch nicht kämpfen. Richtig? Pft, gar nicht habe ich... Gar nicht habe ich geweint. Meine Pokémon und ich haben es drauf, damit ihr es wisst. Und jetzt reicht es uns nämlich. Wir zeigen es euch. Er und Pimentlich, ich helfe dir. Yes, Pokémon geheilt.
Hey, Bubi Männlich! Das wär's, jetzt bist du dran! Wie? Er ist einfach... Warum... Ah, Jochen, warum? Warum rennst du einfach weg? Ich hab gar nicht geweint! Und hat er gehört, dass der Boss noch stärker ist, hat er gesagt, ey, Bubi Männlich, hat deine Pokémon. Viel Erfolg, du schaffst das! Alles steht bereit für die Erschaffung einer neuen Welt. Nun wird alles enden und alles wird neu beginnen. Hiermit, mit der roten Kette, die aus den Kristallen der drei Pokémon der Seen erschaffen wurden. Und hiermit, mit der roten Kette, die ich mit technologischen Hilfsmitteln replizieren konnte. Mit diesen roten Ketten öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Oh, das ist ziemlich cool. Oh. Dialga, das mystische Pokémon, Meister der Zeit und das andere. Palkia, das mystische Pokémon, Meister des Raumes und und das andere. Dialga, der Meister der Zeit und das andere. Ich rufe euch. Ich glaube, der Emulator stirbt gerade ein bisschen fürs Protokoll. Bin mir noch nicht sicher. Oh oh. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Dialga und Palkia. Eine Doppelspirale aus Raum und Zeit gibt dieser Welt ihre Form. Ja genau, die beiden Elemente, über die ihr ihre Macht habt. Ihr werdet mir gehorchen. Eure Fähigkeiten werden mir gehören. Das hat noch nie geklappt. Mit meiner Macht werde ich Meister einer völlig neuen Welt. Unvollständig und hässlich ist unsere jetzige Welt. Höchste Zeit, dass sie verschwindet. Alles wird auf Null gesetzt. Nichts bleibt erhalten. Daraus wird die ultimative Welt geformt. Eine vollendete Welt. Vage, unvollendete Konzepte werden in ihr keinen Platz mehr haben. Oh oh. Das ist super cool gemacht, ehrlich gesagt. Das hätte ich ahnen sollen. Selfe, das wissende Wesen. Tobutz, das starke Wesen. Und Vesprit, das fühlende Wesen. Pokémon sind gekommen, um Sinnoh zu beschützen? Wie lächerlich. Es braucht alle drei der Pokémon, der Seen mit ihren jämmerlichen Fähigkeiten, um sich mit einem der zwei Pokémon von Raum und Zeit zu messen. Gegen beide kommen alle drei aber nicht an. Nicht solange Palkia und Dialga zusammen anwesend sind. Alle Anstrengungen umsonst. Ihr habt euch umsonst angestrengt, hört ihr? Jetzt zu dir, MOP Männlich. Von Anfang an hast du versucht, meine Pläne zu durchkreuzen, aber ich will dir vergeben. Schließlich wird bis zum Ende aller Zeit alles Leben ausgelöscht, wenn ich erst fertig bin. Jeder Hauch von Leben wird aus dieser Welt gerissen. Von dir, von deinem Pokémon, von allen, die dir lieb und teuer sind. Es ist Zeit. Mein Traum wird zu meiner Wahrheit. Ich verspüre einen seltsamen Druck. Etwas ist wütend. Oh oh. Oh oh. Es ist die Platin-Edition. Jemand hat den Teufel gerufen. Höchst interessant. Es gibt also ein Pokémon, das sich nur als Schatten manifestieren kann. Aber das ist jetzt auch egal. Jeglicher Widerstand wäre töricht. Ich habe mir die Kräfte von Dialga und Palkia zu eigen gemacht. Oh, das ist... Stell es dir so einfach vor, befürchte ich. Niemand kann mir, Cyrus, nun... Nein! Viel Erfolg da drin, will ich einfach nur sagen. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich glaube aber, das Studieren der Mythen hat mich nun endlich zu einer Antwort geführt.
Als diese Welt geschaffen wurde, erschienen Dialga und Palkia. Doch erschien zu jener Zeit offenbar ein weiteres Pokémon. Ein Pokémon von einer Macht wie die von Dialga und Palkia zusammen, dessen Name jedoch nie erwähnt werden durfte. Giratina! Man munkelt, es lauere in einer anderen Welt, das Gegenstück zur unsrigen. Es muss also dieser Schatten gewesen sein, das war Giratina. Die Säulen verzerren sich. Der Grund ist jenes Portal. Es verbindet uns mit einer anderen Welt. Wenn es nicht geschlossen wird, wird die Verzerrung sich bis nach Sinnoh und noch weiter ausbreiten. Unsere Welt würde zerstört. Brechen wir auf, wir müssen Cyrus hinterher. Ja! Yeah! Wir müssen uns beeilen. Wow. Wo sind wir nur hingeraten? Dieser Ort. Fühlst du es? Hier gibt es keine Pokémon. Zeit steht still und der Raum ist instabil. Ja, das kenne ich. Eine Welt, in der die Regeln von Raum und Zeit gebrochen werden. Ein Raum, den man Zerrwelt nennen könnte. Lass uns Giratina finden. Wir müssen die Ausbreitung der Instabilität von Zeit und Raum an der Sperrsäule verhindern. Das war Giratina! Wir müssen uns beeilen. Wenn nicht schnell etwas getan wird, wird diese Instabilität nicht nur unsere Welt verschlingen. Sie wird auch die Zerrwelt verschütten. Dann geh schon mal besser ohne mich vor. Okay. Also die Sache der Zerrwelt ist, die Schwerkraft ist hier nur bedingt hoch. Und da wachsen Bäume, wie ich sehe. Man kann über dieses ganze Zeug rüberhüpfen. Diese Plattform aus Stein, sie bewegt sich, wenn du auf eine bestimmte Stelle trittst. Woher weißt du das alles? Warst du schon mal hier? Das ist auch im Buch gelesen. Von der Plattform, die sich bewegt, wenn man auf eine gewisse Stelle tritt. Ob wir auf Giratina treffen, wenn wir weiter nach unten gehen? Der Zerrwelt, bewegen wir uns da auch wirklich nach unten? Nein, unten ist relativ. Wir bewegen uns auf jeden Fall in irgendeine Richtung und im Idealfall werden wir uns Giratina nähern. Das ist aber eine super coole Stelle. Schau euch das an. Spee! Willst du mir also sagen, ich sollte auf diese Stelle am Boden treten? Oh, die Zerrwelt! Oh, das ist so cool! Ich war ja bisher sonst nur einmal fürs Protokoll, weil ich nur einmal Platin durchgespielt habe. Oh, da vorne sind die ja irgendwo an der Seite. Ah, wo wollen wir hin? Nach links. Was, wenn ich nach rechts gehen würde? Okay. Finden wir vielleicht später heraus. Oh, es funktioniert nur ein Schalter. Nein. Das ist generell einfach nur falsch. Okay. Dann gehe ich wohl mal nach vorn. Ich habe jetzt halt versucht, zu Cynthia rüber zu gehen. Aber das sieht so cool aus. Vor allem, der Effekt funktioniert nicht so ganz, dadurch, dass man 2D-Sprite hat, aber irgendwie das Gefühl, dass es dadurch noch viel cooler ist. Die Legende von Giratina ist in Vergessenheit geraten. Nur wenige kennen sie noch. Die Legende erzählt von einer Welt auf der anderen Seite unserer Welt. Sie erzählt von dieser Welt hier. Warum diese Welt überhaupt existiert, warum Giratina hier ganz allein ist. Es gibt so viele Dinge, die man nicht einfach so erklären kann. Aber wir haben zu tun. Teilen wir uns auf, es muss uns gelingen, den richtigen Weg zu finden. Müsste das sein, dass hier so eine Art Hölle? Was nicht wirklich Sinn ergibt, weil möglicherweise haben sie nicht allzu viele, christliche Figuren und sowas in, beziehungsweise Konzept. Und das christliche Konzept von Himmel und Hölle ist ja weniger eine Sache in Pokémon, aber keine Ahnung, womit es eventuell von deren Glauben so zusammenhängen könnte. Aber das ist irgendeine Teufelgestalt. Komm schon. Will ich da runter? Nach links. Wir kommen soweit auf jeden Fall noch irgendwie voran, aber ich weiß nicht, ob das noch richtig ist. Nein, das ist falsch. Oh Gott. Eventuell könnte das ein bisschen dauern. Kann ich nach rechts? Nein. Nach links? Oh, das sieht doch schon sehr viel richtiger aus. Oder komme ich von hier? Oh nein, ich bin mir gerade so unsicher. Ich weiß nicht mehr, von wo ich komme und wo ich überhaupt hingehen könnte und wo ich hin will. Wisst ihr was? Ich glaube, die Plattform ist richtig. So halbwegs. Oh, der Boden erscheint vor uns.
Oh, Cyrus, hallo. Das schattenhafte Pokémon ist nicht hier. Es hat mich hier zurückgelassen und ist weiter unten dann verschwunden. Und es war es wirklich damit zufrieden, mich einfach nur bei der Ausführung meines Plans zu stören. Übrigens, kennst du dich eigentlich mit dem Einfluss von Genen aus? Nein. Nein, natürlich nicht. Wie solltest du auch? Gene stellen den Bauplan aller Lebensformen dar. Das schließt Menschen ebenso wie Pokémon ein. Die Gene befinden sich in der DNS. Diese DNS besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Strängen. Ich weiß nicht ganz, was ihr wirklich versucht, in diesem Spiel hier gerade zu erzählen, neben eurer Raum- und Zeitsache. Und jetzt, was erzählt ihr hier? Sie sind so miteinander verbunden, dass sich eine Spirale bilden. Jeder Strang besitzt Basen, die über Wasserstoffbrücken miteinander verbunden sind. Kein Strang und keine Base kann ohne die gegenüberliegende Seite existieren. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wir befinden uns hier in einer bizarren Welt. Die Zeit steht still und der Raum ist instabil. Nur das schattenhafte Pokémon lebt hier. Diese Welt existiert auf der gegenüberliegenden Seite unserer Welt. Du willst sagen, dass der andere DNA, die andere Seite von dem DNA-Strang, oder was? In unserer Welt ist es die ich ändern will. Ohne die eine kann die andere Welt nicht existieren. Schattenhafte Pokémon muss also eine Rolle dabei spielen, die beiden Welten im Gleichgewicht zu halten. Deswegen wird es mich in meinen Plänen gestört und hierher gebracht haben. Das schattenhafte Pokémon muss diese bizarre Welt geschaffen haben. Durch meinen Versuch, unsere Welt zu ändern, wurde es gestört und trat in Erscheinung. Aber das alles spielt keine Rolle. Was wirklich zählt ist, dieses Pokémon zu besiegen und diese Welt verschwinden zu lassen. Ich werde nicht erlauben, dass es sich noch einmal meine Pläne einmischt. Es ist erst einmal verschwunden, kann keine der Welten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren. Warte, was wollte die ganze DNS... Was? Nein, ernsthaft, was wollte er mir mit dem ganzen DNS-Vortrag erzählen? Ich bin so verwirrt. Oh, ich liebe diese Stelle. Das ist keine Stelle, die man bei Pokémon heutzutage noch sehen würde. Das ist ein bisschen schade. So, kann ich hier rüber? Nein, es verschwindet alles. Wir können hier rüber? Yeah. Wir müssen irgendwie unseren Weg zu Giratina finden. Ich frage mich, ob die Stelle im Remake auch vorkommen wird, aber... Ich meine, dass was aussieht, dass die Zerwelt nicht dabei sein wird. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Minuspunkt, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, ich will hier hin. Oh. Wo fahren wir hin? Und die wichtigste Frage, sind wir schon da? Ich glaube, wir sind bald da, ehrlich gesagt. Hallo. Okay, bis dann. Denke ich. Ein Pokémon könnte diesen Fels bewegen. Möchtest du Stärke einsetzen? Oh Gott. Oh nein. Wir müssen uns hier Rätseln stellen. Nein. Oh nein, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin, aber mal schauen. Vielleicht wird es nicht so übel, wie ich jetzt gerade denke. Ich denke, ich werde ihn mal... Hier, da unten befindet sich eine Vertiefung, wo der Felsbrocken draufpassen könnte. Ha, ich vermute, ich werde den Felsbrock mal da reinkicken, wo gerade das Pokémon ist. Vesprito, welches auch immer das Gelbe ist. Ich kann ihn nicht auseinanderhalten, tut mir leid. Spree! Ich vermute, es würde mir würde sagen, dass das richtig war. Hier geht's nicht weiter. Ich mag das kleine Detail, dass das einfach eine Welt ist, in der kein Leben existiert, außer ein einziges. Und das ist Giratina. Oh, und sind hier. Dieser Ort, es ist wie ein riesiges Puzzle, wie ein Rätsel. Vielleicht testet Giratina so jene, welche hierher kommen. Und es scheint, als ob wir diesen Ort nicht eher verlassen können, als bis wir diese Rätsel gelöst haben. Es gibt einige Felsen, die sich bewegen lassen. Und da sind so komische Gruben im Boden. Die Pokémon der Seen möchten uns anscheinend unbedingt etwas zeigen. So viele Felsen sind das nicht, die man bewegen kann. Ich habe bisher nur einen gesehen. Gibt es noch mehr irgendwo? Kann ich nochmal nach oben fahren?
Gibt es hier noch mehr Felsen? Nein. Ich kann da hinspringen, aber... Oh, hier kann ich rüber. Okay. Hallo! Den Felsen? Darunter. Verstanden. Dann haben wir doch den zweiten Felsen gefunden. Nochmal Stärke aktivieren, das ist okay. Und ich schätze, den dritten finde ich, indem ich nochmal komplett außen rum gehe. Aber man hat sogar gesehen, wie er da runtergeflogen ist. Das war ziemlich cool. Ich weiß nicht, warum ich mich darüber freue, aber es war ein nettes kleines Detail, okay. Hier rüber. Oh oh, oh nein. Oh nein. Oh, das gefällt. Ach Gott! Das gefällt mir überhaupt nicht. Die Bäume verschwinden und da ist ein riesiges Monster im Himmel unterwegs. Warum verschwinden die Bäume? Ich kann so nicht rüber. Ich kann hier oben aber weiter entlang. Oh, sie verschwinden weiter. Okay, gehen wir hier hin. Hör auf, mich weiter nach oben zu fahren. Ich will nicht weiter nach oben. Wir müssen doch irgendwie wieder nach unten. Oh, das ist nicht gut. Das verschwindet. Da unten ist nichts. Da kann ich nach oben. Das heißt, hier kann ich nach rechts. Oh, hier wieder nach oben. Ich weiß nicht wirklich, wo ich hier gerade hingehe, aber... Ich schätze, das ist euch auch schon aufgefallen an dem Punkt. Okay, hier scheint es erstmal nicht weiter zu gehen. Das heißt, ich will zurück. Und hier rechts rüber und dann... Okay, es geht wieder nach unten. Oh mein Gott, es hat mich wenigstens nicht nach oben gefahren. Was ist mit Cyrus überhaupt? Was läuft er so... voller Freude hin und her? Wo ist Cyrus hin? Ugh. Cyrus! Ich habe dich genau gesehen! Oh Gott. Oh Gott. Ich denke, ich surfe hier mal... Oh, den Wasserfall nach... unten. Selber braucht gar nicht Kaskade. Es funktioniert auch alles so. Das ist sehr verwirrend, aber sehr cool. Muss ich fairerweise sagen. Und hey, da drüben ist der Felsen, der noch fehlt. Und du würdest also sagen, der Felsen darunter, richtig? Okay. Dann machen wir das mal. Huh, das war nochmal eine ganz schön große Runde, die wir gedreht haben. Warum war Cyrus auf dem einen Teil zu sehen und dann auf einmal nicht mehr? Das war ein bisschen verdächtig, ehrlich gesagt, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, das kommt hier links rein. Ich meine, ich schätze es, da rein zu kicken, wo das Pokémon ist, ist richtig. Spio! Danke, Two Boots. Und links. Okay. Das war Nummer 3. Spee! Aber was passiert jetzt? Sind hier. Ich muss die Pokémon jetzt sehen. Wir haben keine Zeit, hier stundenlang zu reden. Oh, sie hat was Neues erzählt. Ups. Oh, und jetzt sind wir drei vereint. Was machen wir jetzt Schönes? Hat jemand eine Kamera dabei? Stell dir mal vor, jemand hat eine Kamera dabei gehabt, damit man Fotos machen kann. Wäre das nicht cool gewesen? Wir haben es geschafft. Vor uns ist Giratina. Oh, und Cyrus. Du bist also schon hier. Warum willst du die Welt unbedingt verändern? Wenn du die Welt so sehr hast, dann such dir doch einfach eine einsame Ecke. Such dir einen Ort, an dem du einsam leben kannst. An dem du niemanden um dich herum hast. Warum sollte ich mich vor der Welt verstecken und einfach nur sitzen und warten? Ich will die Welt, von der
von der vagen und unvollständigen Vorstellung von Geist und Verstand befreien. Nur so kann unsere Welt wieder vollständig werden. Das ist meine Gerechtigkeit und keiner wird mich aufhalten. Hallo? Ich? Ich werde nicht verlieren. Nicht gegen ein schatthaftes Pokémon, nicht in einer wertlosen Welt. Oh Gott, warum kämpfe ich gegen ihn und nicht Cynthia? Warum kämpfe ich gegen den Typen und nicht der Champ? Aber okay, 5 Pokémon. Oh Gott. Wir fangen also direkt an, ohne was dem Zufall zu überlassen. Feuerzahn! Eisenabwehr ist ein bisschen nervig, zugegeben, aber diesen Metacross kann kein Erdbeben. Das ist das Einzige, was für mich in der Situation von Bedeutung ist. Ich meine, der Feuerzahn macht nicht viel Schaden, aber es brennt. Ich glaube, es brennt. Oh, warum? Warum muss das jetzt sein? Ich meine, die gute Sache ist, dass wir es verbrannt haben. Ich schätze, er wird da wahrscheinlich Top-Genesung einsetzen. Wenn er das gemacht hat, muss ich auf jeden Fall auf ein Pokémon gehen, das... Oh, er hat einen Kampfangriff. Das einen Spezialangriff hat. Senkt die Initiative. Oh, warte, mir fällt gerade auf, sein Angriff ist halbiert oder der Schaden in der Austeil, wie auch immer. Und es war trotzdem noch, das ist die Top-Genesung, und es war trotzdem noch so viel Schaden. So, jetzt haben wir ein Problem. Wenn Metacross nicht direkt nochmal verbrennt. Und es verbrennt direkt nicht nochmal. Ich weiß auch nicht, wer sonst was gegen Metacross so spontan machen kann. Auf jeden Fall, dass es nochmal verbrennt. Das ist der Hammerarm. Und der Hammerarm macht Schaden. Okay. Okay. Der Hammerarm macht viel Schaden. Wahrscheinlich hätte ich es ausrechnen können, zugegeben, aber... Ich habe nicht so weit gedacht. Warum bin ich nicht direkt zu... Ach ja, es hat hohe... Wisst ihr was? Wisst ihr was? Dieses Spiel können noch 2 spielen. Und so ging Bora letztendlich doch noch von uns. Wegen einem Metacross, welches einfach viel zu viel Schaden mit dem Hammerarm austeilt. Also wirklich. Gott. Ja, bei genauer Überlegung, es hat mit dem ersten Angriff 54 Schaden gemacht und dann, als die Verbrennung weg war, klar hat es dann mehr als 90 gemacht. Das Problem ist, es macht mir mehr Schaden als ich ihm. Aber ich kann doch nicht auf Sitzbank oder so wechseln, weil der Hammerarm einfach viel zu gefährlich ist. Die gute Sache ist aber, dass Metacross scheinbar gerade irgendwo... einen technischen Defekt hat und einfach nur noch Agilität einsetzt. Und das erleichtert unser Leben. Erdbeben. Oh mein Gott, warum ging der Hammerarm vorhin eigentlich nicht daneben? Oh, das stört mich. Das stört mich. Ich meine, einmal hat der Hammerarm jetzt noch getroffen. Initiative sinkt. Jetzt erstaunlich, dass es trotzdem auch noch schneller als ich war, aus irgendwelchen Gründen, obwohl vorhin schon mindestens 2-mal die Initiative gesunken ist. Warum ist es schneller als mein Metacross? Ah, unangenehmer Anfang für den Kampf. Vor allem, weil wir ein Pokémon verloren haben, was nicht gut ist. Aber der Hammerarm ist halt... Oh, da ist die Agilität. Ich weiß auch nicht, was ich gegen den... Oh, es hat Agilität 2-mal eingesetzt. Ich weiß nicht, was ich gegen den Hammerarm sagen kann. Es ist halt... Es war halt einfach so stark. Es gibt nicht wirklich viel, was ich dagegen irgendwie hätte machen können. Da ich Eisenabwehr eingesetzt habe, mache ich mir um Krabums jetzt nicht allzu viele Sorgen. Und da geht unser Bonus der Eisenabwehr dahin. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wir wechseln zu Strammermax zurück. Denn Krabums sollte nichts gegen Strammermax auf der Hand haben. Ja. Okay, 15 KP Schaden. Psychokinese! Wie viel Schaden machen wir? Sollte fast reichen, um zu killen.
Aber es reicht ganz. Sehr schön. Meine Spezialverteidigung wurde auch um eine Stufe gesenkt. Warum hat er alle Hat er einfach nur mein Team? Ist das der Witz dahinter? Also, ist es? Denn ich kann darüber nicht lachen. Psychokinese. Der Knirsch, wie viel Schaden macht er? Mehr als ich mir wünschen würde. Vor allem ist es schneller als mein, Strammer Max. Ich würde fast sagen, wir bleiben erstmal bei Strammer Max, denn er hat die Verteidigung, die wir benötigen. Ich werde gleich noch eine Eisenabwehr einsetzen. Und dann sollte nicht so viel schief gehen können. Diese Pegatus hat auch schon wieder so gefährlich. Das Problem ist, es hat mit Sicherheit noch Eiszahn drauf. Deswegen will ich auch nicht zu Baldrian wechseln. Wir machen trotzdem Eisenabwehr. Auch wenn es an dem Punkt wahrscheinlich nicht unbedingt nötig wäre, aber es könnte hilfreich sein. Psychokinese. Warum ist diese Pegatus überhaupt so schnell? Ja, wie auch immer. Sollte gleich tot sein. Es überlebt den Angriff. Oh, jetzt ist Sturzbach aktiviert. Okay. Es hat sich... Oh mein Gott! Es hat sich dagegen entschieden, einen Wasserangriff zu machen. Oh mein Gott! Ninja-Turm. Okay, Baldrian, okay. Ich wollte gerade sagen, das könnte ein Rip sein, aber Baldrian hat Antikkraft. Ninja-Turm ist immer wieder ein spaßiges Pokémon. Denn wenn man Pech hat, kann man es einfach nicht besiegen. Ist auch noch so schnell und es macht mehr Spezialverteidigung von Baldrian war ziemlich mies. Und da geht dann einer KP dahin, Ninja-Turm. Okay, noch ein Pokémon übrig. Ist auch noch eins, oder? Ja. Yeah. Traunmagil. Ich gebe zu, dass du mich an meine Grenzen gebracht hast. Traunmagil, Geist-Pokémon, hat bestimmt unangenehme Angriffe. Ich würde sagen, der alte Zappel-Philipp wird den Job übernehmen. Groll, Schluck fehl. Hast du Schwebe? Fangen wir Heuler. Vielleicht hat Traummagier auch einfach keine Angriffe. Es hat Schwebe, okay. Ich dachte, es wäre vielleicht... Es hätte eine andere Fähigkeit, aber okay. Zwiebel ist sowieso relativ schwach. Ja, okay. Dieses Traummagier sollte nicht die größten Probleme machen. Und wir können uns nebenbei noch ein bisschen heilen um ganze 4 KP. Sägesang scheint wirklich schlecht zu sein irgendwie. Es sind einfach nur entsetzlich schlechte Überreste, die nie die volle Heilung machen. Oh Gott. Die Psy-Kraft war gerade ganz voll. Beziehungsweise Psy-Welle. Oh, yes! Oh, yes! Dass das kann und darf nicht wahr sein. Die Niederlage ist unmöglich, denn Pokémon ist gefroren. Aufgetaut. Egal, es hat Groll eingesetzt. Das bedeutet, es sollte nicht mehr wirklich in der Lage sein, auch wenn die Psy-Welle super stark wird, sollte sie nicht ausreichen, um Zappelfil noch auszuschalten. Oh, natürlich hat er Top-Genesung. Warum bin ich überhaupt überrascht? Also noch eine. Ich glaube, ich kann froh sein, dass er bei Metacross sich noch eine eingesetzt hat. Wir machen Eiszahn, bis wir keine AP mehr haben und dann wechseln wir zur Sitzbank und erledigen den Rest. Ich denke, ich wechsle jetzt nicht zur Sitzbank und erledige den Rest. In Sitzbank wird mit einer Lake ziemlich kurz Prozess machen. Und ich weiß nicht, wie viel Zappelfil noch aushalten wird. Okay, Sitzbank. Es ist an der Zeit! Die Psy-Welle macht mehr Schaden, als ich mir wünschen würde. Aber schau ich an, wie viel die Überreste direkt auffallen.
So viel besser als das andere. Mein Gott, als Seegesang. Hege keinen Groll. Denn deine Leiden sind vorbei, Traunmagil. Level 45 für Zappelfil. Oh mein Gott, dieser Kampf. Ich kann es nicht akzeptieren. Das darf einfach nicht wahr sein. Nicht nach all den Opfern, die wir hierfür gebracht haben. Was wird aus meiner neuen Welt, aus meiner neuen Galaxie? War das alles nur ein Traum, der irgendwas wird? Glaubt ihr ja nicht, ihr könntet dieses Pokémon so einfach besiegen oder fangen? Diese bizarre Welt ist nichts anderes als das Pokémon selbst. Es zu fangen oder zu besiegen, heißt diese Welt verschwinden zu lassen. Also gut, macht was ihr wollt. Statt die Welt zu reparieren, werdet ihr sie für mich zerstören. Na los, macht schon, ihr seid meine Erben. Du darfst deinen Lügen nicht glauben. Es ist nicht möglich, dass ein Pokémon die Welt verschwinden lassen kann. Die Welt hat auf dich gewartet. Und nicht nur auf dich, auch auf deine Pokémon. Und auf diejenigen, die dir nahestehen. All diese Pokémon, all diese Menschen wurden geboren, weil sie eine Rolle in dieser Welt spielen sollten. Davon bin ich überzeugt. Giratina wird auch weiterhin existieren. Die Zerrwelt wird nicht verschwinden. Doch unsere Welt wird bleiben. Lass uns zu Giratina treffen. Oh, ihr sollt mich erstmal um deinen Pokémon kümmern. Ja, eins davon darfst du nicht aufheilen, streng genommen. Giratina ist wütend, dass sich beide Welten in Gefahr befinden. An der Sperrsäule hat es die Zerrwelt mit unserer Welt verschmolzen. Und nun werden aus beiden Welten bizarre Welten. Aber es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Du kannst Giratina besiegen und ihm das enge Band, das sich mit deinem Pokémon verbindet, zeigen. Oder du kannst ihm zeigen, wie sehr du dir wünschst, dass es sich dir anschließt. Wenn du eines von beiden verschaffst, wird Giratina dich verstehen. Und die Verbindung der beiden Welten wird aufhören. Ich fürchte, Bora darf nicht an der ersten Stelle sein. Diesen Platz nimmt Sitzbank ein. Oh, ich dachte, da kommt jetzt der Kampf. Giratina, ich bin bereit, mich dir zu stellen. Oh, oh. Oh, es ist die Zerrweltform von Giratina. Die war neu in Platin. Giratina betrachtet MOP männlich ruhig. Hör auf, ihn zu betrachten. Oh, oh, das Lied. Das ist ein Hit. Die Frage ist, was wollen wir machen? Wollen wir es fangen oder wollen wir es töten? Es gibt nur einen Weg, was mit Giratina zu tun ist. Giratina muss gehen! Außer es macht viel zu viel Schaden, werfe ich einen Meisterball. Ich will der Musik lauschen. Yeah. Oh, dieses Lied ist ein absoluter Hit. Oh! Oh, gefroren! Wie das Zeug aus meinem Kühlschrank, als ich ihn wärmer stellen wollte, aber ihn versehentlich kälter gestellt habe. Da war eine Gurke drin. Als ich ihn wieder auf Wärme gestellt habe, ist sie dann komplett weich und matschig geworden und hat Gurkenwasser verloren. Das war erschreckend. Und Giratina geht es gerade ganz ähnlich. Okay. Ich meine, finster? Ich meine, die Zerrwelt ist schon ziemlich finster, oder? Oder? Nee, nicht wirklich. Eingefroren. Yes. Sitzbank heilt sich auf. Sehr schön. Oh, das ist ein Lied, das ist ein Hit. Was haben wir sonst noch? Timerball, Primärball, Tauchball, Meisterball, Flottball. Machen wir einen Hyperball. Ein guter alter Hyperball. Ich meine, wir haben Palkia gefangen. Wie schwer kann die Giratina da sein? Schwerer, wie es aussieht. Es ist immer noch eingefroren. Komm schon. Der Hyperball. Bleib drin. Runter B. Das hat Pech gebracht. Das war keine gute Idee. Ich liebe es, dass es einfach für immer eingefroren ist ab jetzt. Es wird nie wieder auftauen. Komm schon. Oh! Oh! Fair und ehrlich.
ohne Meisterball. Gefangen. Oh! Giratina, der Rebell! Es wurde aufgrund seines Verhaltens verbannt. Aus der Zerrwelt schaut es auf die alte Welt. Oh ja, das klingt auch wieder mehr nach dem Teufel. Es kommt aus der Zerrwelt, also nennen wir es, Zelvis. Nicht, dass das Sinn ergibt, aber keine Ahnung, klingt wie Elvis, kommt aus der Zerrwelt. Zerrwels hätte ich es nennen. Zerrwis. Na, das wäre seltsam auszusprechen. Wie auch immer. Giratina scheint das verstanden zu haben. Dieses Pokémon. Das schattenhafte Pokémon wurde gefangen? Deine Handlung führt dazu, dass diese irrationale Welt auch weiterhin existieren wird. Wird es dadurch für mich unmöglich, eine neue Welt zu schaffen? Selbst wenn ich eine neue rote Kette herstellen würde, könnte es keine neue Welt geben. Warum nur? Warum willst du die beiden Welten unbedingt beschützen? Ich verstehe nicht ganz, wie die Welt ohne Giratina existieren kann, aber ist wahrscheinlich, spielt keine Rolle an dem Punkt. Ist der Geist, so vage und unvollständig er ist, so wichtig für dich? Der Ort, an dem wir geboren wurden, die Zeit, die wir leben, unsere Sprachen. Wir alle unterscheiden uns, aber die Anwesenheit von Pokémon verbindet uns. Wir teilen unser Leben mit den Pokémon und wir werden glücklicher. Denn in der Gemeinschaft sind wir so viel mehr als allein. Und weil wir zusammen mit anderen leben, sind wir in der Lage, gemeinsam zu kämpfen und Pokémon zu tauschen. Mit wem auch immer wir wollen. Sei still! Hör auf mit deinem Geschwafel! So rechtfertigst du also Geist und Verstand als etwas Reifes? Aber das ist nur das armselige Hoffen der Menschen, die sich der Illusion hingeben, glücklich und sicher zu sein. Die Emotionen kochen in mir hoch. Wut, Hass, Frustration. Diese schlimmen Emotionen entstehen aufgrund meines mangelhaften Geistes. Aber genug. Wir werden uns niemals einig sein. Aber ich verspreche euch eines. Ich werde die Geheimnisse dieser Welt aufdecken. Mit diesem Wissen werde ich dann meine eigene vollkommene Welt erschaffen. Und eines Tages werdet ihr aufwachen und ihr seid in meiner Welt. Ist das eine was? Meiner Welt. Eine Welt ohne mangelhaften Geist. Aber warum sind wir denn in dieser Welt? Bleibt ihr hier? Nur weil es Traurigkeit gibt, können wir Glück empfinden. Das Ärger wird Mitgefühl geboren. Lass uns nach Hause zurückkehren. Das Portal, bei dem sich Giratina befand, sollte uns zurück in unsere Welt führen. In der Legende steht geschrieben, dass Giratina das Wesen auf der anderen Seite unserer Welt ist. Der leuchtet es ein, dass es auch eine Verbindung zu beiden Seiten haben muss. Glaubt ihr, Cyrus wird zu dem Giratina, wenn er hier in dieser Welt bleibt, weil hier ist keins mehr drin und hier ist ein ganz klares, Machtvakuum, das irgendwie ausgeglichen werden muss. Ich meine, das wäre genau sein Ziel gewesen und dann könnte er das, was er gelernt und gesehen hat, umsetzen. Ich stelle mir vor, dass er das Giratina wird. Dort ist das Portal, bei dem sich Giratina befand. Möchtest du durch das Portal gehen? Yeah. Wir sind hier? Wir sind an der Scheidequelle. Sie soll ein Weg zu dem sein, was auf der anderen Seite ist. Und wird nicht von Giratina gesagt, es lebe in einer Welt gegenüber der unsrigen? Nun, das war jetzt aber sehr unhöflich von mir. LP Männlich, das war fantastisch. Du bist ein toller Trainer. Ich möchte dir im Namen von ganz Sinn und meinen Dank ausdrücken. Danke, LP Männlich. Oh, und vergiss nicht, Professor Ivy Bescheid zu sagen. Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Geh doch mal bei ihm vorbei. Wo sind wir hier? Ich meine, wir sind wahrscheinlich an irgendeinem der Seen. Die Musik ist auf einmal so fröhlich. Das sollte definitiv einer der Seen sein. Denke ich. Das Wasser ist hier relativ niedrig. Und in die Höhle können wir nicht rein, weil sie davor steht. Gut, dann hauen wir mal ab von hier. Oh, das ist ja eine See, an dem wir nicht waren. Aber das sind hier hingegangen. Das heißt, wir können ja wahrscheinlich sogar einen Pokémon fangen. Ich bin mir gerade echt unsicher. Können wir nicht? Wo ist das? Frühlingspfad. Im Frühlingspfad waren wir auch nicht. Oh, der Frühlingspfad ist neu. Das heißt, wir können auch da drüben dann noch einen Pokémon fangen, aber... Sie weiß, das werden wir nicht jetzt machen. Oh, wir sind direkt hier schon auf dem Weg. Ah, wir müssen zum PC. Wir müssen uns von einem gefallenen Freund verabschieden. Der leider nicht mit uns gehen konnte. Denn
Nee, wir haben ihn in der Zerrwelt verloren, tragischerweise. Aber es heißt nicht, dass dieser gute Freund, Bora wird er genannt, nicht hervorragende Dienste geleistet hat. Er hatte nur Wachstumsschwierigkeiten und ich habe das Gefühl, als er sich weiterentwickelt hat, war er nie wieder ganz der Alte. Ich würde fast sagen, er wurde ziemlich schlecht. Es tut mir leid, Bora. Es tut mir leid. Wir wussten beide, dass es irgendwann passieren wird. Schauen wir uns den Zelvis doch mal eben an. Geist und Drache. Still und liebt Kämpfe. Ist einfach so stark. Unheilböen, Antikraft, Drachenklaue und Schemenkraft. Der Angriff hätte gefährlich werden können, habe ich das Gefühl. Aber gut. Ich würde sagen, das war eine aufregende Folge soweit. Und beim nächsten Mal machen wir uns auf den Weg zur letzten Arena. Und dann sind wir auf dem Weg zu den Top 4. Puh, das war aufregend. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß in der Zerrwelt, so viel wie ich. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.